Und dann probieren wir gleich mal unsere neue Waffe aus. Das ist nämlich die hier. Wow. Da gibt es jetzt gleich neue Metallschädel. Heftig. Und es gibt Munition. Und ich habe mir als allererstes gedacht, dass ich es so ausprobiert habe. Also ich habe drauf gedrückt. Was ist an der jetzt anders als an der hier? Ja, es hat dann einige Zeit gedauert, bis ich mal auf die Idee kam. Oder nicht, ich glaube, ein Kumpel hat mich sogar auf die Idee gebracht, gedrückt zu halten. Und da fällt einem dann der Unterschied schon ziemlich früh auf. Ich behalte aber erstmal jetzt nochmal die. Die andere behalte ich mir für Notfälle. Und ich kann mich sogar verkloppen. Da brauche ich gar nicht meine Waffe für. Den Lungenen Jack haben wir jetzt zur Notfällen auch noch zur Verfügung. Ach ja, die Dinger. Ja, das war nicht geplant. Ich wollte mich eigentlich bewegen. Und ich wollte auch nicht sterben. Das war auch nicht so wirklich Teil meines Plans. Meines absolut genialen Plans. Ach ja. Die hatte ich jetzt schon ganz vergessen. Aber naja, gut. So ist das. Man vergisst halt manchmal Sachen. Vorteil ist natürlich, wenn man die da ins Wasser reinschlägt oder reinschießt oder irgendwie reinbekommt, dass die sofort sterben. Da muss man sich wirklich mehr groß drum kümmern. Munition sammeln ist immer schön. So. Ich schieße dich mal so ein bisschen an. Und bemühe mich, dich von hier hinten zu erledigen. Ich glaube, der kann mich hier gar nicht keiner treffen. Alter, wie oft muss man ihn treffen? Endlich. Es hat auch wirklich lange gedauert. Aber ich habe ihn erledigt und das ist das Mindeste. Da hinten gibt es noch mehr. Ich höre Skorpione. Ich habe aber keine Ahnung, wo die sind. Egal. Ich sehe da hinten noch mehr. Kann ich... Nein, ich will auf... Ach, egal. Geht es vielleicht schon hier besser? Nein. Genau. Gut, er kann mich treffen. Aber trotzdem habe ich von hier, glaube ich, ein paar mehr Überlebenschancen als in einem näheren Kampf. Vor allem, weil die, deren Schüsse wesentlich langsamer sind als meine. Na los doch, lass dich treffen. Du willst es doch auch, ich weiß es. Du stehst doch auf sowas. So. Okay. Er will sich überhaupt nicht treffen lassen. Oh Mist. Ich muss doch aus seiner Intelligenz zuerst von weitem raufzugehen. Alter, die sind aber wirklich ein harter Brocken. Die halten wirklich viel aus. Die Mistviecher. So, Munition. Immer gern gesehen. Ich rüste mal wieder meine Streuwaffe aus. Weil bei denen ist die Streuwaffe eigentlich im Allgemeinen vorteilhafter. Na komm doch her. Gut, hier oben gibt es Skorpione. Was ist das? Oh, die mag ich hier noch weniger. Hallo? Alter. Gut, die sind ab. Die haben aber, weiß ich nicht, so viel Leben. Wow. Wow. Das war jetzt knapp. Ich hätte mir da drin gerne Leben erwünscht. Aber man kann nicht alles haben. Man war da ein bisschen Vulkanschussmunition drin. Hallo? Oh nee, nicht so einer. Scheiße. Hoffentlich wurde das zwischendrin irgendwo mal gespeichert. Und natürlich nicht. Wie sollte es auch anders sein? Natürlich wird das nicht zwischendrin gespeichert.
Oh Gott, das Spiel gewinnt ordentlich an Schwierigkeit. Und zwar wirklich ordentlich an Schwierigkeit. So, ich versuche jetzt aber mal die anderen im Nahkampf hiermit zu überraschen. Damit kann ich nämlich ganz gut beschäftigen. So, stirb einfach. Gott, das lief hier gar nicht mal so schlecht. Da hinten wird es jetzt aber gar nicht mal so leicht werden. Aber egal. Ich stelle mich der Herausforderung und werde hoffentlich gewinnen. So, beide möglichst drin haben. Gut. Scheiße. Gut. Gut, gut. Gut, das lief ja gar nicht mal so schlecht. Und weg mit dir. Den habe ich ins Wasser geschossen. Da hinten ist ja auch noch einer, aber das ist kein Problem. Doch, der ist ins Wasser gefallen. Ach ja. Gut, dann nehme ich wieder die Waffe zur Hand. Und kümmere mich da so ein bisschen um den. Danach kommt die Waffe hier. Einmal vor Munition einsammeln. Und danach die Leute hier beschäftigen. Okay. Stimmt, da war noch Sachen. Gut, diesmal bin ich wesentlich schneller hier hingekommen. Komisch, dass hier noch Licht ist, fällt mir gerade auf. Wow. Mann. Die Dinger mag ich kein kleines bisschen. Okay, da gibt es viele solche. Die sind aber im Allgemeinen nicht das Problem. Aber so langsam habe ich auch wenig Munition noch für die Streuwaffe. Fällt mir gerade ein. Ich sollte vielleicht mal wieder beim Schießstand vorbeischauen. Und apropos Schießstand, von Crew haben wir auch länger nichts mehr gehört. Der führt seinen Schönheitsschlaf schon lange. Obwohl, das ist ja natürlich auch äußerst nötig bei ihm. Skorpione, nicht so das Problem. Zumindest nicht so engen Raum. Also in so einem Gang zumindest. Okay. Nimm ich mal die, weil für die Streifwaffe habe ich nur noch einen Schuss. Na also. Lief doch gar nicht mal schlecht. Da beginnt die Katze hin, genau. Ist das? Ist das? Nein, kann nicht sein. Das ist nichts. Das ist Samos Hütte. Aber was? Wie? Wann? Wo? Warum? Das ist die Zukunft, Dex. Dieser schreckliche Ort ist unsere Welt. Ja. Das ist heftig. Los, zurück in die Stadt. Warum? Was sollen wir noch in der Stadt? Wir haben doch unser Zuhause gefunden. Muss ich runter? Ich hoffe mal, das war nicht falsch. Also ich soll ja anscheinend zurück in die Stadt. Und hier komme ich ja zurück in die Stadt. Streck mal weg. Ich hoffe mal, die brauche ich nicht mehr. Einmal ein bisschen Munition sammeln. Dankeschön. Munition ist immer gern gesehen. Gott. Das war wirklich extrem. Das ist also, wir sind also in die Zukunft gereist. Willkommen zurück. Bedeutet, hier irgendwo wäre denn der Wald oder so? Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie rum steht die Hütte. Nee, hier wäre denn er... Endlich treffen wir den Schatten. Was muss man hier nicht alles tun, um bemerkt zu werden? Ja, schön. Hier wäre denn das Meer, aber ist ja auch egal. Wir wollen das Ganze gar nicht so logisch betrachten. Also, den Schatten treffen.
Ja, das werden wir beim nächsten Mal machen. Aber vorher, beim nächsten Mal, werden wir, denke ich mal, die Wucherstatue nochmal besuchen. Das können wir jetzt auch tun. Und ja, aber hier beende ich jetzt erstmal die Aufnahme wieder. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ich sage bis dahin, tschüss.